Moin Grillfreunde, ich habe hier was Nettes und zwar einen Schweinenacken habe ich wieder bekommen vom Flemminger Genussland, ist von denen ihren eigenen Mangalitza Schweinchen, habe ich mir organisiert und ja, was ich draus machen will, das zeige ich euch, müsst ihr dranbleiben, seht ihr in diesem Video. Hier haben wir schon alles, was wir brauchen, natürlich unser Schweinchen. Dann greife ich heute mal auf fertige Schinkenwürfel zurück. Das sind halt geräucherte Schinkenwürfel. Zwei Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, Cherrytomaten, einen Feta-Käse, also richtigen Feta-Käse, kein Hirtenkäse. Ich werde das Ganze mit Smoking Zeus würzen. Und für die Tropfschale habe ich hier noch ein bisschen Suppengrün, Wurzelgemüse. Die Petersilie heben wir uns für später auf. Den Rest schneiden wir klein, kommt in die Tropfschale rein. Ich werde das Fleisch jetzt aufschneiden, zeige ich euch aber noch. Ich will im Prinzip einen Rollbraten bzw. einen Spießbraten draus machen. Ich werde jetzt also mit der Füllung anfangen und bevor ich es vergesse, viele Grüße an den Tino. Der hat das Fleisch angeboten und ja, ich habe halt nachgefragt und er war so nett und hat mir das zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, ich habe es natürlich gekauft, ne? Also soll keine Werbung sein. Aber wenn ihr da mal was wollt, die Leute haben einen kleinen Bauernhof, die machen das alles selbst. Die Tiere sind in der Freilandhaltung drin. Ich werde mir das auch mal anschauen, irgendwann fahre ich mal hin. Aber jetzt machen wir erstmal die Füllung. Müssen wir anbraten und kalt werden lassen, damit wir das dann nachher da reinkriegen. Der Anfang macht natürlich der Schinken. Der wird jetzt ein bisschen angebraten, bevor die Zwiebel dann dazu kommt. Ich will den Schinken ja nicht kross haben, also wenn der im Prinzip so seine Farbe durchgehend geändert hat, dann gebe ich die Zwiebeln dazu. Die werden nur ein bisschen glasig gebraten, also auch nicht braun. Und dann zum Schluss halt der Knoblauch noch rein. Also so reicht das im Prinzip schon, ein bisschen glasig. Dann fehlt also jetzt nur noch der Knoblauch. Macht der nicht zuzeitig rein, der könnte bitter werden, wenn der halt anfängt zu verbrennen. Jetzt dauert das Ganze vielleicht noch 5 Minuten und dann ist unsere Füllung erstmal soweit fertig. Füllung, ich habe die hier auf so einen Küchenkrepp gelegt, damit halt das Fett noch ein bisschen aufgesaugt wird. Stellen wir zur Seite, damit die abkühlen kann. Und jetzt geht es erstmal darum, das Fleisch aufzufächern. Der ist ja nun nicht so groß. Ich werde schauen, dass man hier so 2 cm ungefähr das halt auffächert. Ich probiere da mal mein Glück. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Man sollte entsprechend nicht durchschneiden. Ich denke, so kann man das gelten lassen. Ich werde jetzt erstmal ein wenig von dem Smoking Zeus hier auf die Innenseite halt verteilen. Und dann kommt unsere Füllung. Hier vorne lasst ihr ein kleines Stück frei, weil das wird der Überschlag dann werden. Und weil das so schön ist mit der Füllung, machen wir hier schön ein paar Scheiben Feta-Käse, 5 mm ungefähr von der Dicke, mache ich alles voll und dann wird aufgerollt. So schaut es dann aus und jetzt ja, bin ich ein bisschen aufgeregt, ich mache das jetzt auch das erste Mal, werden wir das Fleisch rollen. Immer schön mit ein bisschen Zug. Was rausfällt, fällt raus. Was drinnen bleibt, bleibt drin. Wird schon passen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Eine ganz schöne Monsterrolle. Wie gesagt, was rausfällt, fällt raus. Und passt schon. Und jetzt nehmen wir unser Küchenkorn und ziehen das hier unten so durch. Gucken wir, dass wir unten auch die richtige Stelle erwischen. Knoten ist erstmal fest. Habt ihr das schon öfter mal gesehen, wie jemand das
ja, hier auch knotet. Man macht halt so eine Schlaufe und zieht halt das nächste drunter durch. Ich werde es jetzt ziemlich eng wickeln, weil es halt von der Größe her ja schon einen ordentlichen Umfang hat. Und dann zieht ihr das halt hier wieder fest, so dass ihr die Schlaufe hier oben habt. Und so mache ich halt jetzt den ganzen Braten. Fertig gewickelt habe ich nun, also schön einmal so lang noch durchgefädelt. Und jetzt kommt einfach nur noch Smoking Zeus von außen dran. Dann kommt dann die Frischhaltefolie, kann noch ein bisschen in die Kühlung, bevor es dann auf den Spieß geht. Hier ist unser Baby, schön verpackt. Der geht jetzt nochmal in die Kühlung. Das Wurzelgemüse habe ich schon klein geschnitten und die Tomaten, die stehen hier noch rum. Die werde ich nachher einfach bloß halbieren. Ich werde die Hälfte davon brauchen, das sind also 250 Gramm. Die kommen dann wieder mit in die Tropfschale rein. Aber jetzt geht es erstmal in die Kühlung und wir sehen uns nachher. So, liebe Leute, ich habe den Spießbraten schon mal ausgepackt. Also es riecht schon fantastisch. Und jetzt suchen wir uns hier die Mitte und spießen den mal auf. Wunderbar. Gegenkralle noch dran. Fertig. Damit geht es jetzt raus an den Grill. Der heizt schon vor. Und dann geht's los. Ich werde jetzt so bis 65 bis 70 Grad Kerntemperatur. Mal schauen, wie es halt wird. Also, Grill habe ich jetzt soweit vorgeheizt. Der steht aktuell bei, naja, 150 Grad. Ich will so 180, 200 Grad erreichen. Aber wir machen jetzt den Spieß halt schon mal drauf. Ich habe ein indirektes Setup. Also rechten und linken Brenner an. Tropfschale kommt hier drunter. Habe ich schon mit dem Gemüse hier entsprechend stehen. Kommt aber noch ein bisschen Flüssigkeit rein. Ich habe auch meine selbstgemachte Gemüsepaste drin. Von daher sollte es soweit passen. Und einen Schluck Bier werde ich noch mit reinmachen. Also Gemüseschale habe ich jetzt auch reinbuxiert. Hier habe ich noch ein Bierchen. Welches Bierchen ihr da nehmt, das was euch am besten schmeckt. Ihr könnt auch ein Schwarzbier verwenden. Ich habe jetzt einen halben Liter Flüssigkeit ungefähr drin. Und ich will jetzt nicht zu viel Bier machen, also ja, ein Drittel aus der Flasche. Ich schaue jetzt, dass er auf seine Temperatur kommt. Es ist ziemlich arschkalt draußen, entschuldigt den Ausdruck. Wenn wir nicht bis zu den 200 Grad kommen, dann werde ich den Heckbrenner jetzt schon mit dazugeben. Ansonsten kommt er erst ziemlich vorm Schluss, damit wir da noch ein bisschen Farbe dran kriegen. Aber schauen wir mal. Das Ganze wird wohl ja, 2-3 Stunden ungefähr dauern. Möchte, wie gesagt, eine Kerntemperatur von 65-70 Grad erreichen. Aber wir schauen uns das mal an. Das Schweinchen hier, also unser Spießbraten, ist jetzt eine Stunde ungefähr drauf. Ich habe schon mal gemessen, der ist schon bei 62 Grad, also so lange wird es wohl nicht mehr dauern. Deswegen gucken wir jetzt mal rein. Einmal den Deckel hoch. Oh ja, sieht der nicht schon fantastisch aus. Wenn der noch ein bisschen Farbe vom Heckbrenner dann kriegt, alles wunderbar. Der Spießbraten ist auf einem guten Weg, dass er fertig wird. Ich habe hier noch meine selbstgemachte Jü. Die kommt jetzt mit rein, die ist noch tiefgefroren, das macht aber wohl überhaupt nichts. Das taut ja bei der Hitze da drinnen sowieso auf und da kriegen wir eine super Soße draus. Einmal noch reinschauen zu unserem Spießbraten. Oh, der sieht fantastisch aus. Saftig, das ist schon mal von außen schön glänzend. Ich nehme den jetzt runter und zum Anschneiden sehen wir uns drin. Unser schöner, ja, griechischer Rollbraten. Ich mache mal hier einen beherzten Anschnitt, es ist auf jeden Fall heiß. Oh, das sieht auch gut aus. Ja, werden wir mal probieren. So, meine Damen und Herren, der Spießbraten ist hier fertig. Ich heb mal so ein bisschen an.
Sehr, sehr lecker. Der Smoking Zeus. Perfekt. Herrlich. Also, absolute Nachmachempfehlung. Und wenn ihr mal an so ein Stück Mangalitzer Schweinenacken rankommt, perfekt, schlagt dazu, macht einen Rollbraten draus. Hervorragend. Also, wenn euch das bis hierhin gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Y-Barbecue.